Ich fahr Autogas, ich fahr Autogas, nicht mehr teuer Benzin. Daraus machen wir jetzt auch einen Remix. Hä? Daraus machen wir jetzt auch einen Remix. So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Carsten Campers. Der 12er wird heute eingestellt und die Firmware wird drauf gemacht. Richtig? Mhm. So, mal gucken, was er hier macht. AFC-Steuergerät wird gesucht. Das heißt, wir machen jetzt mal die Sicherung hast du drin, ne? So, Zündung an. Strom drauf auf den ganzen Dingen. Schreibbefehl. Wie gesagt, ich habe hier ein gebrauchtes Steuergerät genommen. Das müssen wir jetzt nur eben umschreiben. So, herunterladen, Kalibrierung, keine Rückmeldung. Bla bla bla. Ich gebe dir mal die Kamera. Laden, speichern. Check online. So, Uni. Ey, der ärgert mich. Flash as new. Zack. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher, das Steuergerät zu flashen. Gut, machen wir das. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Er überschreibt das Steuergerät. Ich habe schon Kaffee und trinke schon Kaffee dabei. Und wenn das fertig ist, starten wir den. Und da guckt ihr gleich bei zu, der erste Start nach der Gasumrüstung. Bis gleich. So, Firmware ist drauf geflasht. Das können wir jetzt hier sehen. Aktiviert habe ich schon. So, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Grundsachen einstellen. Gehen wir jetzt mal auf Basis. So, Anzahl der Zylinder 4, ist klar, ne? 8. Ja. Umschalttemperatur ist 45 Grad, kann ich nicht tiefer stellen, geht nicht anders. Also beim 18 ist immer das tiefste 45 Grad Kühlwassertemperatur, wo er umspringt. Gut. Nockenwelle stimmt auch nicht, da bin ich zur Zündspule gegangen. Den Rest können wir erstmal so lassen, weil Add 1 wäre jetzt MAP, habe ich nicht. Eingang, Ausgang, Ausgang 2 ist aktiviert mit einem Magnetventil und nicht mit einem EVP 500. Brauche ich bei dem Wagen nicht. So, Gemisch ist aus dem Kopf, ich glaube es war 110, 0. Aber das überprüfe ich gleich nochmal. So, Identifizierung. Brauchen wir nicht 8 Zylinder, das ist alles richtig. Das stimmt alles. Jetzt gehen wir in die Diagnose und in den Bildschirm. Und jetzt sehen wir, ob die ganzen Einspritzsignale und Drehzahl ankommt. Ich starte nicht genau jetzt. So, ist die Drehzahl da? Alles klar. Ja, aber ein bisschen niedrig, ne? Dann müssen wir jetzt den Drehzahlfaktor ein bisschen ändern. Auf 1. Hier, oder 2. Das passt. Oh, der hat gerade 1200 wegen Kaltstart. Lassen wir nur bei 1. 700, 800 Umdrehungen. Motor läuft. Ich würde sagen, tanken fahren, ne? Und dann einstellen. So. Jetzt tanken wir, oder? Ja, endlich. Das erste Mal. Jetzt ist auch alles dicht, ne? Jetzt können wir gleich wieder in die Halle fahren. Mhm. Tankerverschlüsse sieht schön aus, ne? Geht besser. So, machen wir mal für 20 Euro tanken. Das ist schon mal ganz gut an. Mhm. Für die Leute, die es nicht wissen, wir schrauben als erstes das drauf, halten das auf Dauer. Dann gibt es einen grünen Knopf, den man zurückhalten muss. Und dann läuft das Ganze. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir fahren. Genau, wir werden erstmal eine Kiste. Ich fahr Autogas, ich fahr Autogas, nicht mehr teuer Benzin. Los, machen wir jetzt auch. Ha?
Daraus machen wir jetzt auch einen Remix. Ja, ist so, ne? Feuerwehrmann. So, wollen wir mal einstellen, die Kiste hier. Ich hoffe, es ist hell genug hier noch. Die Sonne geht unter, es wird langsam Herbst. Und die Sonne geht früher unter. Wir haben jetzt... Ja, 20 vor 8. Sind wir jetzt fertig? Warum machst du... Keine Ahnung. Ich fahre hier voll bühnenbesoffener. Gut. Bist du es denn? 10 Millisekunden auf. Hast du mal Reifenräder festgemacht? Ja. So, mal gucken. 10 Millisekunden Gas. 10 Millisekunden Benzin. Das sieht soweit gut aus. Wir haben ja schon voreingestellt im Stand mit 96,0. Warum ist das Licht an? Das habe ich angemacht, damit die Kamera Licht hat. Weißt du? Hm. Hier ist der Umschalter, jetzt fahren wir auf Benzin. Teuer. Jetzt fahren wir billig Gas. So, Umschalterposition finde ich mega schön. Weil kann man verstecken, ist gleich weg. Hab ich schön gemacht, ne? Ja. Jetzt bin ich glücklich. Das nächste, was wir als nächstes machen, ist, wir fahren jetzt gleich einmal einen Berg hoch mit Vollgas. Am besten ist, wenn die Kamera nicht falsch rum dran hält, sondern richtig rum. Weil die hat nicht wie ein Handy so ein Bildstabilisierung, das geht nicht. Und dann hast du mehr Arbeit. Ja, dann muss ich zumindest auch so auf dem Handy, auf Kamera sein, ne? Ja, komm. Nein, warum mal nicht. Dass wir nicht in Duty Cycle kommen, ob der Druck reicht. Wie viel Druck haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2,4, ne? Ja. Genau. Den hatte ich schon ein bisschen vorgedreht. 2 Umdrehungen, wusste ich nämlich, dass wir ein bisschen mehr brauchen. Damit wir gleich hier nicht über 20 Millisekunden gehen. Das wäre nämlich doof. Das wollen wir nicht. Also dann in Duty Cycle. Und jetzt gucken wir mal, was er kann. So, wenn wir schon billig fahren, können wir auch gleich zum Leckes fahren, oder? Ja, wir fahren jetzt den Chef besuchen. Ne. Doch. Ne. Auf einen Weg gleich. Ne. Ja, dann gehen wir, haha, ich habe mir die Gasanlage zusammengefegt. Dann fahren wir mit ihm zusammen, Leckes. Auf jeden Fall. So, guckst du dann mal ein. Ich hab das alle gehört, ne? Mal bitte einspritzt sein. Ja. Das ist jetzt bei... Komm da, wir auf. 19, also 18. Ja, wir gehen nicht über 20, damit ist das perfekt. Ja, läuft super auf Gas. Ich bin zufrieden. Ich fahre endlich Autogas. Ne? Aber wir sind noch lange nicht fertig mit der 211er. Wie gesagt, ich habe hier noch so ein... Ich stief mal mein Auto ab. Ist geil, ne? Das Mercedes-Maschinengewehr. Abschließen, guck mal auf meine Tür. So. Auf. Und ich schließe die ganze Zeit ab, ne? Da fehlt nämlich die... Zum Vergleich auf meiner Seite? Ja. Da geht das ganz einfach. Und hier? Macht er Maschinengewehr. Da ist nämlich eine Feder im Türschloss kaputt gegangen. Das passiert beim 211er ganz oft. Das ist eine Feder, die bricht ganz oft. Beim 203er ist das auch ganz oft, dass passiert. Das ist passiert. Muss die Türpappe ab, Türschloss getauscht werden. Oder man baut das Türschloss auseinander und tauscht die Feder einzeln. Ich werde wohl die Feder einzeln tauschen, weil ich geizig bin. Bist du auch? Ja. Was war hier noch dran? Der Spiegel ist gerissen. Ja, ja. Ist kaputt. Ich weiß gar nicht warum. Da ist keine Beschädigung am Spiegel, nichts. Gar nichts. Er ist einfach nur gesprungen. Und reißt jetzt hier überall weiter ein. Ich weiß nicht warum. Müssen wir auch noch machen. Dann müssen wir Floppy seine A-Klasse jetzt endlich fertig machen, weil Floppy hat seine Führerscheinprüfung endlich bestanden. Beim ersten Mal. Eigentlich heute machen. Aber heute haben wir gesagt, komm, wir machen eben schnell 211er fertig. Ne? Ja. Damit der Dumme billig Auto fahren kann, damit deine A-Klasse noch besser finanziert werden kann. Ne? Mhm. Ja, wir machen als erstes Tür fertig. Dann gucken wir nach dem Lack und dann nach und nach alles einzeln so. Genau. Und wir halten euch dann auf dem Laufenden. Immer so, dass du damit fahren kannst. Ja. Was hast du denn letzten Tag, hast du trotzdem noch was gemacht an der A-Klasse? Wir waren nämlich beim Schrottplatz. Hast du das nicht? Nein, haben wir noch nicht hochgeladen. Nicht. Das blende ich jetzt hier mal ein, was wir da am Schrottplatz gemacht haben. Mhm. Jetzt. Ja, wir sind schon auf dem Schrottplatz angekommen. Hier ist gerade diese Klappe gegen den Zaun, ist ein bisschen bücken. Und wir haben schon ein paar Teile zusammengefunden für die A-Klasse, ne? Mein Getränkehalter, meine Heckleuchten und
Schaltknüppel, der sieht sogar einigermaßen neu aus. Neuwertig. Besser als deiner, den du jetzt hast, ne? Der fällt ja auseinander. Ne, das ist richtig geklappt. Das klebt so richtig an der Hand, wenn du da dran packst wie Kaugummi. Ja, nochmal jetzt im Nachhinein. Wir haben eine Armlehne geholt, da müssen wir aber, also es klappt leider nicht, weil dafür bräuchte ich 3 Gewinde. Hä? Was ist denn hier los? Lol. Eine Schranke? Die ist neu. Die ist neu. Von wie schön. Warum ist die so schön? Die euch komplett. Seit wann ist hier eine Schranke? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei der A-Klasse ist ja hier sind hier Getränkehalter. Und da gibt es A-Klassen, die haben da eine Armlehne. Und da sind auch Gewinde drin. Aber die existieren bei mir leider nicht. Deswegen hat sich das mit der Armlehne erledigt. Dann habe ich noch schöne Getränkehalter, die man so ins Seitenfach da reinstecken kann. Das sieht man dann auch auf dem Video, glaube ich, oder? Nee, das sieht man auf dem Video nicht. Das zeigen wir euch aber alle nochmal einzeln. Ja. In dem nächsten A-Klassen-Video gehen wir nochmal drauf ein. Ich wollte es eigentlich nur mal gesagt haben, was wir geholt haben. Den Schaltknüppel. Den Schaltknüppel hat er geholt. Das zeigt aber auch, wie gesagt, in dem nächsten Video, wie er das eingebaut hat. Mhm. Und die Rücklichter hast du eingebaut schon. Ja, ne? Schöne Rücklichter. Da können wir eigentlich ein Bild zu einfügen. Ne? Noch einen kleinen Ausschnitt. Hast du ein Bild davon gemacht? Ich habe doch ein Video gemacht, aber das ist ein bisschen fehlgeschlagen. Das ist ein bisschen fehlgeschlagen. Ist aber auch nicht schlimm, dass die ersten Videos, die ich gemacht habe, die waren natürlich auch immer doof. Ich sage ganz ehrlich, so wie es ist. Ich habe ganz viel gelöscht, ganz viele Outtakes gedreht, bis es endlich dann so geklappt hat, dass ich mich zufrieden war. Der Nachteil, Florian, konnte ich das nicht angucken am gleichen Tag. Machen wir ganz kurz hier einmal so aus. Ich hoffe, man sieht uns noch. Ja. Er hat es gemacht. Er hat gesagt, ihr könnt zugucken. Aber er hat vergessen zu sprechen, was er da macht. Also er hat einfach nur umgebaut. Ich meine, das kann ich auch immer einfügen, ne? Wenn du das möchtest. Und mich mit einer Biene gekämpft habe, das hat man auch genau, gehört. Genau, mit einer Biene hat er auch gekämpft. Komm, ich blätter das einfach ein als Schnelldurchlauf, wie er seine Rückstrahler tauscht. Ne? Mm. Und dann könnt ihr das sehen. Das ist aber wirklich tonlos, ne? Also das ist wirklich ein Stumpf, ey. Okay. Obwohl das Mikro heile war. Ich schieb jetzt mal darauf. Ja, ich hab ganz viel gesprochen. Ja. Hier ist noch eine Ampel. So. Ampel, rot. Ja. Halt, stopp! Nicht so schnell. Ja. Ja, 211er. Können wir noch irgendwas jetzt sagen? Er verbraucht jetzt Benzin. Oh, wo ist das Blöde? Diese 1000 Menüs da drin. Auch nicht. Keine Störung. Nee, das will ich auch nicht umändern. 21,8 Liter auf 100 Kilometer, sagt er mir. Das ist scheiße, viel, ne? Tja, dumm. Ja, weißt du, warum ich Gas haben musste? Nein, so viel verbraucht er nicht. Wir hatten die Radbatterie abgeklemmt. Er hat halt nur 8 Kilometer auf 100 Kilometer gerechnet. Ich bin da ein bisschen einmal durchbeschleunigt und so, das wäre da gerade der falsche Wert. Also ich habe es ausgerechnet, er braucht 13 bis 14 Liter Benzin, so normale Fahrweise. Dennoch viel. Hm? Dennoch viel. Ja, aber jetzt habe ich ja Gas, da wird es so 15 Liter Gas verbrauchen. Das werden wir in einem anderen Video nochmal machen, dass ich den komplett voll tanke. Wir fahren 100 Kilometer durch die Gegend und dann tanken wir den und dann wissen wir ganz genau, was der an Gas verbraucht. Das ist doch eigentlich mal gar nicht so eine gute Idee, ne? Wir müssen das halt nur mit irgendwas verbinden.
vielleicht irgendwas abholen oder vielleicht eine Roadtour, ich weiß es noch nicht. Das werden wir auf jeden Fall machen, weil nur ich 100 Kilometer durch die Gegend fahren ist ein bisschen langweilig für euch, glaube ich. Ja. Ja. Eingestellt ist er, er läuft einwandfrei. Jetzt schon Feierabend. Ich genieße das jetzt so ein bisschen auf Gas zu fahren. Und somit wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Tschüss. Und ich glaube, ich komme nicht vor 11 aus dem Auto. Ja, und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren, gefällt mir drücken und kommentieren. Ciao. Hilfe.